ist für mich so das Highlight, immer so 3 Tage zu investieren bei tollem Wetter hier in Nördlingen. Das ist eine tolle Atmosphäre hier mit ganz viel Wissen, Input und Know-how auf den Bühnen und im Auditorium natürlich auch und gleichzeitig eben auch ein tolles Miteinander. Das Zusammenarbeiten, die Teamarbeit. Die ADT ist ein Unikat. Diesjährig, muss man sagen, sind die 40 Jahre, die natürlich auch, sagen wir, in die Retro-Schiene wieder zurückkehrt. Es ist ein Jubiläumsjahr, und zwar das 40. Wir feiern den 40. Geburtstag. Das kann ich jeder vorweisen, das haben wir sehr in das Programm auch eingearbeitet. Dass wir einige Kollegen haben, wie den Günter Riebelin, der wird dann bei uns hier dann mit 6x6, haben wir Diaprojektoren, mal so einen Abspann machen, wie auch mein Freund der Rainer Gläser. Auch technisch mal zu zeigen, wo wir mal standen und wo wir jetzt sind im Vergleich zu der digitalen Technologie. Und das spiegelt sich auch neben der Projektionstechnik in den Inhalten der Vorträge wieder. Wir haben Jubiläumsvorträge gehabt, in der Gesamtsumme 4. Dann natürlich auch die Aktualität. Wir haben ja den Wahlspruch Klarheit nach der IDS. Also wir haben durch unsere Vorträge versucht, die unheimliche Vielfalt an Materialien, die auf der IDS zum Beispiel präsentiert wurden, oder auch Geräte natürlich, nochmal klar darzustellen, ein bisschen zu bewerten auch und dem Teilnehmer entsprechende Entscheidungshilfen zu geben. Wir hatten ja Werkstoffwissenschaftler, wir hatten Zahnärztin, die Frau Anne Wolowski, die auch auf die Psychosomatik der Patienten einging. Also diese Mischung, diese Melange zwischen Praxis und Wissenschaft und auch das Umsetzbare am nächsten Montag, ich glaube, das macht den Reiz aus, neben der familiären Atmosphäre hier. Also mein Highlight ist es dieses Jahr, und zwar einen langjährigen, hochgeschätzten Kollegen zu ehren. Das ist der Zahntechnikermeister Jan Langner, der auch 40 Jahre in der ADT, sagen wir mal, das mitgeprägt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein wesentliches Highlight war gestern Abend, das ist die Party. Wir hatten mehr als 400 Teilnehmer. Insgesamt sind ja über 1000 Teilnehmer hier. Und wir hatten einen wunderschönen Abend. Diese familiäre, soziale Atmosphäre, die genieße ich ganz besonders. Wir sehen enorme Schritte vorwärts in der Diagnostik, Analyse, was uns natürlich hilft, auch die Therapieplanung sicherer zu gestalten. Und das werden wir nächstes Jahr patientenorientiert wirklich nochmal fokussieren. Wir haben es dann genannt, patientenorientierte Diagnostik und Therapie von analoger Kompetenz bis hin zur künstlichen Intelligenz. Wir wollen einfach den Zahntechnikern und auch den Zahnärzten und auch der Industrie gemeinsam eine Plattform bieten, wo man sich austauscht. Auch am Biertisch nachher. Das ist genau dieses Besondere, sich dann Informationen zu holen, die es in der Form nicht gibt. Und vor allen Dingen für einen Preis, schwäbisch gesagt, für 95 Euro. Da sind wir unschlagbar in 3 Tagen. Und jeder kann sich dann auch von den Tagen einen oder anderen raussuchen und dann besuchen.